Weil meine Kinder, die gucken halt immer auf meinem Kanal Fortnite, ne? Und es wird halt dann irgendwie immer gespeichert und das langweilt mich, weil ich bin ja überhaupt nicht so vernarrt in Fortnite wie jetzt meine Kinder. Deshalb wollte ich das eigentlich gern gar nicht angezeigt haben. Aber gut, geht jetzt wahrscheinlich nicht anders. Das kann man aufschrauben scheinbar. Das hat sich irgendwie gelöst. Ich höre gerade im Hintergrund, mein Sound von den Triebwerken geht gegen Null. Ich muss mal kurz schauen, ob hier alles okay ist. Nee, die sind aus. Ich glaube, du hast sie kaputt gemacht. Scheiße! Über Gensi! Komm mal aus an sich, komm mal aus an sich! Nein, bitte nicht! Oh, bitte! Ja! Lach doch nicht! Oh nein, wir sind schon so weit gekommen! Ich hab einen Systemausfall! Nina! Helf mir! Ne, nicht Systemausfall, Flugzeugausfall. Triebwerksausfall. Ja, ich lande jetzt noch. Vielleicht fällt dir gleich deine komplette Elektronik aus, weil ja nichts mehr die Generatoren versorgt. Ach, das geht schon. 5 minutes later. Mach jetzt auch. Aber nicht tiefer sinken. Also sink mit den 1500 Fuß so. Ah, ich versuche das hier über die Trim. Jetzt ist Ausgang. Ja gut, jetzt brauche ich nicht mehr. Das habe ich aber jetzt erwartet. Okay. Scheiße, ist aber volle Programm, oder? Kriegst du dein Fahrwerk noch raus? Wahrscheinlich nie, ne? Doch, macht er ja. Macht er auch von außen? Ja. Okay, jetzt hast du dein Fahrwerk raus. Das ist natürlich kacke, ne? Ja, weil die Geschwindigkeit, ne? Kannst du das Fahrwerk nochmal einfahren? Geht das? Nö. Nein. Einmal ein bisschen links, oder? Das ist ja egal, du kommst an. Kommst du nie zur Bahn wahrscheinlich. Da würde ich eher nach links vor dem Wald landen, nicht in den Wald rein. Nicht versuchen zur Bahn. Nee? Du kannst versuchen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Naja, ich bin ja eh schon über den Bäumen. Das bringt nichts. 300, nee, das wird nichts mehr. Ich habe jetzt auch schon Strömung, also ich, nee. Ganz leicht, nicht so stark lenken. Da stürzt du noch mehr ab. Ja. Genau, ja. Alles safe. Wir machen jetzt eine Buschlandung. Alter. Au! Okay. Und bremsen nicht in die Bäume rein. Die kann ich umfahren, das geht schon. Ja, war safe. Wäre der Fehler mit dem Fahrwerk nicht passiert, hätte es geklappt. Pack jetzt hier meine Sachen zusammen. Leider vielleicht ein bisschen zu groß in den Koffer hier dabei. Aber gut, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich anders gepackt, ne? Jetzt gucken wir mal, dass wir das alles erstmal verstaut kriegen. Das sollte nicht das Problem sein. Und dass wir dann sauber einen Start hinbekommen. Ja, ohne irgendwo ein Risiko einzugehen. Aber da vertraue ich voll und ganz meinem Piloten. Dafür kenne ich ihn zu gut, dass er da kein Risiko eingeht. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Hab dich jetzt mal mit 100 Kilo gerechnet, ne? 80 sind es ungefähr. Echt? Besser noch. Also mit Gepäck sind wir locker 100 Kilo. Es klingt jetzt alles ziemlich brutal und viel, aber lasst euch gesagt sein, für diejenigen, die nicht, wie soll ich sagen, Fazim fliegen oder viele Addons installiert haben, der Flieger an sich stürzt nicht ab. Ich habe schon mindestens 4-5 Flüge gemacht ohne jeglichen Absturz. Also das ist kein generelles Problem. 2 seconds later. Hast du das eingestellt? Ja, und da der mittlere rechte, ach mittlere so, rechts, da. Und jetzt... Ja, stimmt. Ah, das kann auch sein. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Und dann wieder die mittlere Taste und dann. Aber jetzt steht sie auf Automatik. Wieder die Taste drücken.
Achso, und jetzt ist es aktiv. Ja, genau. Ja, genau, jetzt ist das immer nicht mehr auf Automatik. Ja, siehst du? Jetzt haben wir hier und der hat einen Crash. Ja. Ah, okay, dann. Ja, wir bauen eine Szene für Crashes, weil wir wissen, der Flight Simulator stürzt ab. Ja. Weil es klar war, dass das passiert. Ja. Ich habe es noch nicht geschafft, in 7 Flügen nach Köln zu kommen. Ja, eigentlich war mein Plan, gestern Abend Dresden, München, München, Köln zu fliegen. Ja. 7 Wahnsinn. Versuche gebraucht.